Name ist Patrick Leiner. Ich bin vom August-Wilhelm-Scheel-Institut aus Saarbrücken und wir sind Partner im Forschungsprojekt MIO, Make Your Own Wearable. Ich bin Luisa von Maciowski und komme vom DFKI und bin, wie gesagt, einer der weiteren Partner. Also das ist kein Startup sozusagen, sondern ein öffentlich gefördertes, vom BMBF gefördertes Forschungsprojekt. MIO, Make Your Own Wearable, wie der Name natürlich auch schon sagt. Es geht darum, ja, Maker, Designer sozusagen mit verschiedenen Skills zusammenzubringen und darüber sozusagen die eigene Idee des Wearables zu verwirklichen. Für uns ist es super, weil das Wearable sich natürlich voll um elektronische Textilien dreht und unser Projekt auch. Also im Grunde genommen, weswegen wir hier sind, ist, weil wir hier ganz viel Input bekommen können, was die Leute eigentlich brauchen, was sie eigentlich wollen und wie wir ihnen auch dabei helfen können, das zu erreichen, was sie wollen. Also ich meine, hier stehen ja unheimlich viele Firmen, die Prototypen haben oder die schon fertige Produkte haben, die aber ja auch im Grunde genommen immer noch nach einer weiteren Anwendung suchen. Und das ist ja genau das Ziel unseres Projektes, die dann zusammenzubringen mit anderen, die vielleicht genau von der anderen Seite kommen und halt ihre Produkte brauchen und sie dann in Verbindung zu setzen. Also von so weit her ist das Wearable für uns fantastisch, einfach auch um zu sehen, was vorhanden ist.